Und wie sieht's aus von der Stärke her? Ja, das ist immer noch viel, aber wir kommen natürlich jetzt langsam, ganz, ganz langsam näher ran. Wir bauen nochmal eine weitere Berlin-Klasse. Können wir auch machen. Und kommen damit langsam immer näher an sie ran. Action with Light Forces vor den Niederlanden. Das nehmen wir gerne mal an. Die Franzosen nehmen ab. Das ist super für uns. Enemy Coastal Raid. Ist bei uns. Das ist besser. Nehmen wir an. Sie machen es auch. Bei Nacht. Okay, mit allem. Wir haben hier unsere schweren Schiffe rausgeschickt. Was übrig ist eben noch nicht die neuen Schiffe. Ist uns wohl noch zu heilig. Erfahrung. Das ist gut. Erfahrungsständchen. Super. Und die Fürst Bismarck mit ihrem neuen Kommandanten, Kapitän zur See, Riedel. Und die Nymphe haben wir noch nicht gesehen bislang, eine Niobe-Klasse. Ein leichter Kreuzer zum ersten Mal auch, nicht sehr stark, Kapitän zur See, Lütjens, ach was. Der ist hier, okay. Hier wurden wohl historisch akkurate Namen auch genommen zum Teil, obwohl Rumpfel ist ein bisschen witzig. Ist mir aber auch nicht besonders wichtig tatsächlich. Und ich dachte gerade, der Typ ist weg. Die Flottille ist weg. Mist. Ich mache hier Fehler. Warte mal. Ach, die World ist das Hauptschiff. Klar, das ist natürlich vollkommen akkurat. Ganz kurz hier, Fürst Bismarck, bitte, genau, scouten, aber bitte in der Nähe bleiben. Das könnte hier nämlich sehr schnell sehr eklig werden. Nymph, was ist los? Halt. Was ist passiert? Weil es ein altes Schiff ist, sind die Motoren gerade ein bisschen unzuverlässig. Ah, natürlich doof. Wir reduzieren Geschwindigkeit. Die Niobe fährt weg, warum auch immer. Aber ich denke, wir werden den Feind hier niemals finden. Wir drehen nochmal um. Nehmen die Nymphe nochmal mit. Hallo, warte mal, nein. Das ist frustrierend. Aber ich fürchte, ohne Reports haben wir bei Nacht keine Chance, jemanden zu finden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Wo ist denn eigentlich unser Flottillenkommandant? Ist der jetzt eigentlich auch hier dabei? Also quasi, ist der zu Hause? Der müsste ja eigentlich dabei sein als Divisionskommandant. Ist der auf der Wörth dann? Das macht vielleicht mehr Sinn. Oder wo ist der? Physisch. Sein Körper. Das wäre mal spannend zu wissen. Weil der kann ja auch sterben, theoretisch. Und ich bin mir sehr sicher, dass der nicht einfach zu Hause in der Admiralität hockt. Der müsste eigentlich... Oh, es wird Tag. Der müsste eigentlich irgendwo hier sein. Und die Frage ist, wo? Wo ist der? Denn ich brauche ihn. Er ist ja gut. Und nichts passiert. Das ist sehr gut. Da gewinnen wir, weil wir nämlich alles verteidigt haben. Inoffiziell. Kriegen Punkte. Und unsere Offensive ist richtig kacke. Toll. Die Berlin ist da. Und das YST-Engine. Wir haben 1% Speicherung auf Gewicht bei Maschinen. Das ist toll. Und wir kommen nicht wirklich näher an Frankreich ran. 5 Schlachter immerhin, wir werden auf fast 10 kommen. Sie haben 10, werden aber 14 haben. Wir geben unser Bestes, aber wir haben gerade richtig viel Geld bekommen von der Armee. Das heißt, wir bauen nochmal weitere Berlin-Klassen. Und davon sogar 4. Ach, wir haben gar nicht genug Kapazität. Ach so, Verzeihung, okay. Wir bauen nochmal ein bisschen unser Dock aus dann. Ach, das ist genau das neue System. Die Kapazität. Okay, ich verstehe. Cruiser Action. Boah, 10 Schlachter, meine Fresse. Okay, wir nehmen das mal an. Wenn wir hier nur mit Cruisern spielen, ist das von mir aus okay. Und ich wurde nicht angelogen. Sogar eine Korvette zum ersten Mal. Die gab es früher nicht als Teil von Schlachten. Also als auch steuerbare Einheit. Das ist neu. Die können die Kerneinheit, die werden lieber mal patrouillieren, glaube ich. Nicht Kerneinheit sein. Und die Fürst Bismarck und unsere Flottille hier sind dabei. Das ist cool. Und wir können hier auf KI gehen und mal schauen, was wir finden. Wir sind ja kampffähig durchaus. Hier drüben ist doch irgendwas. Ach, die Niobe und die Ariadne. 2 leichte Kreuzer, die wir, glaube ich, nicht übernehmen können. Genau, die sind einfach nur so hier, die haben eine andere Mission. Aber die kommen hier gerade durch. Finde ich übrigens sehr cool, dass eben diese Karten so lebendig sind. Finde ich sehr nice, dass hier auch einfach Sachen passieren, die mit unserer Mission gar nichts zu tun haben. So, hallo, wer seid ihr denn? Leichte Kreuzer, das ist hoffentlich kein B. Nein, das ist nicht die Jeanne d'Arc-Klasse, okay. 6 Achter, 12 Fünfer, das ist kontemporär, das ist nicht böse. Hat auch Erfahrung, war schon dabei, habe ich noch nie gesehen. Die Goedon-Klasse war auch schon ein paar Mal dabei, 2 Achter, 14, 16, 6er, das ist...
Das ist schon nicht verkehrt. Wir haben 4 Achter, 14 Sechser. Das kriegen wir aber hin. Müssen nur die Scouts zurückholen. Können wir nicht, weil die Signale missverstanden wurden. Auf Wiedersehen dann wohl. Ich muss die ehrlich gesagt gar nicht bekämpfen. Also wir können. Ich kann wieder nicht steuern. Jetzt kann ich steuern, so. Wir können sie bekämpfen, wir müssen aber nicht. Also das ist jetzt nicht so das Wichtigste. Wir müssen niemanden versenken. Der Krieg kann auch jederzeit enden, einfach durch einen Peace-Deal. Weil wir eben bereits sehr gut soweit den Krieg geführt haben. Wir haben viel versenkt. Das heißt, wir haben bereits eine gute Menge an Punkten. Und könnten auch einfach so gewinnen, aber ja, mal schauen. Ist immer so die Frage, ob das klappt. Wir haben ein Schiff entdeckt. Oh, warte mal. Hallo? Die August Pieper, die ist ja hier am Kontrollieren, am Patrouillieren. Ich würde sagen, wir fahren da mal hin, ne? Schau mal nach. Wenn die beiden hier nicht... es fahren die Niobe und die Ariadne da rein. Das ist natürlich jetzt Kacke. Die sollen ja gar nicht hier sein. Was machen die hier? Na, toll. Ist auch ein bisschen frustrierend, dass ich jetzt da kein Kommando nehmen kann, weil das ist ja eigentlich jetzt ein richtig doofer Move hier, dass sie jetzt hier versuchen, die Breitseite den schweren Kreuzern zu geben. Das ist vielleicht der Kreuzer keine gute Idee. Aber gut, dann sind wir jetzt Teil der Sache. Wir haben getroffen, sehr schön. Erster Schuss, erster Treffer. Bismarck getroffen. Oh, weia. Ja. Ist der Kommandant eigentlich irgendwie zu gebrauchen? Haben wir da schon eine Info? Noch nicht? Nee, okay. Werden wir dann sehen. Bin gespannt, wie die Kommandanten noch sind. Ob die auch dann auch durch Alter sterben können, ob die sich in den Ruhestand versetzen. Wahrscheinlich haben wir bereits eine Altersanzeige. Die werden wohl irgendwann auch sterben. Oder einfach halt Ruhestand haben. Das macht wohl Sinn. Wir treffen gut. Sogar sehr gut. Okay. Hier unten ist alles gut. Wer ist das hier? Was haben wir hier? Wo sind die Freya? Die sind da oben noch. Ach Mist, dass die beiden jetzt hier sind, das ist doof. Da müssen wir jetzt mithelfen. Wir können die hier unten angreifen, das wäre einfacher, aber das geht erstmal nicht. Wir fahren mal näher dran. Ich würde da gerne gewinnen. Das gewinnen wir nämlich auch hier wirklich. Da haben wir die Erfahrungen, die Waffen, die Schiffe, das gewinnen wir. Wir müssen es nur versuchen. Vielleicht den Kreuzer weggeärgert, sehr gut. Wir haben auch mehr Waffen hier insgesamt. Wir haben 3 schwere Kreuzer. Das heißt, wir können das gewinnen. Treffen auch gut. Und ich glaube, sie wurde verlangsamt. Ja, die Radon Cluster fällt zurück. Ein bisschen zumindest, nicht wirklich viel. Die Bismarck nimmt auch viel, steckt viel ein, ja, das ist einiges. Müssen wir aufpassen. Aber keine Sorge, Rumpfel ist da. Obwohl, der wird da wahrscheinlich drauf sein, ne? Der ist da wahrscheinlich drauf. Also ich gehe davon aus, dass der auf dem führenden Schiff auch drauf ist. Quasi als strategischer General, während die Taktik von Riedel gemacht wird. So würde ich das vermuten. Aber ich könnte mich auch irren. So, gute Treffer. Die Golden Cluster fällt auf jeden Fall zurück. Das wäre eine gute Versenkung. Das läuft wirklich gut. Sollten wir finishen können mit einem großen Pass, jetzt mit einer großen Breitseite. Kriegen wir das jetzt hin. Sehr gute Treffer. Halt. Nicht wegfahren. Brennt sie? Noch nicht, aber bald. Und die Jeanne d'Arc verlässt die Golden Cluster, das ist auch gut. Ich denke, genau so können wir quasi Frankreich besiegen. Die Schlachten nehmen, wo wir irgendeinen Vorteil haben oder zumindest einfach equal sind. Und dann durch Skill gewinnen. Einfach Skill, purer Skill. Unsere Kommandanten vor allem auch. Und uns. Und das Schiff brennt, damit werden die wohl auch versenkt werden. Das sieht gut aus, ja, viele Treffer. Sehr schön, ja. Das ist gut. Damit haben wir hier einen Kill auf jeden Fall schon mal gesichert. Die werden auf jeden Fall... Wow, viele Treffer, ne? Wenn die mal stationär sind, ist das richtig gut. Torpedos vielleicht irgendjemand? Torpedos? Eher nicht. Ich würde die gerne noch versenken und die Leute mitnehmen. Wenn das irgendjemand überlebt hat. Irgendjemand. Aber ich glaube eher nicht daran. Bei dem Beschuss. Da werden alle tot sein. Das, wow, die... Steigt aber echt viel ein, bevor sie sinkt. Echt viel Schaden. Wir nehmen es mal als Target Practice. Der Rest haut ja... Oh, da unten ist... Warte, oh, hallo, was ist das denn hier? Schwere Kreuzer, aber was für welche? Okay, ich habe gelogen. Ich will da unten hin. Hab zwar nicht mehr viel Ammo, aber das ist okay. Hallo. Wollt ihr auch noch was? Na, jetzt hauen die ab.
Weil es Nacht wird, natürlich. Mist. Ah, werden wir wohl eher nicht kriegen. Das sieht nicht gut aus. Aber wir können aber abziehen. Wir können abhauen. Wir können jetzt auch die Überlebenden einnehmen. Die Gefion kann jetzt die Überlebenden der Guedon-Klasse aufnehmen. Sehr gerne. Das heißt, die wird detached. Fährt zum Wrack. Und nimmt die Boote auf. Die Überlebenden aus dem Wasser. Wir können auch sehen, wie viel sie bekommen. Sie ist gerade dabei aufzunehmen. 98. Also nicht viel. Das wird locker über 500, 600 Leute an Bord gewesen sein. Und es überleben nur 98. Das ist nicht sehr viel. Und die Nacht bricht herein. Wir haben ja einen Nachtkampf trainiert, glaube ich, ne? Und, oh, warte mal. Schwerer, oh, warte, ist aber sogar hier auf beiden Seiten. Wir haben einen schweren Treffer gerade erreicht bei der, beim hinteren Schiff hier. Oh, wir wurden alle schwer getroffen. Ist okay. Oh, die Hansa hat, glaube ich, ein Ruder. Das Ruder ist, glaube ich, Hansa ist nicht steuerbar gerade. Okay. Doch, sie ist steuerbar, warte. Doch, sie ist steuerbar. Wir können vielleicht sogar noch einen schweren Kreuzer erwischen. Das wäre natürlich jetzt richtig geil. Zwei schwere Kreuzer versenkt. Sign me up. Torpedo, mutig. Oh, warte mal. Oh, was für ein geiler Torpedo. Wie geil. Oh, super gemacht. Gute Arbeit. Das war gut. In den Lauf reingeschossen. Okay, geil. Das ist das Ende von dem Schiff auf jeden Fall. Das wird nicht reichen, ne? Das wird niemals schaffen, da zu überleben. Was für ein geiler Torpedo. Super gemacht. Gute Arbeit. Sehr, sehr gute Arbeit. Das gefällt mir so. Das gefällt mir sehr. Sie brennen. Das wird reichen. Ja, ja. Wow, da haben wir gerade durch einen Lucky Shot einfach das Schiff disabled. Und dann durch einen Lucky Torpedo einfach gefinished. Okay. Sorry, falls ich laut wurde. Ich bin gerade richtig excited. Wir gewinnen das, Freunde. Wir gewinnen das. Ja, wir verlassen das jetzt in den Ort hier. Hier ist noch ein schwerer Kreuzer. Den kennen wir noch, der andere. Wir hauen ab. Und haben damit zwei... Die Bismarck werden wir nicht detachen. Nein, die kommt mit. Oh, die Bismarck könnte sinken, die fürs Bismarck. Warte mal. Oh, weia, was ist denn da los? Hallo? Oh, okay, wir müssen schnell nach Hause. Schnell nach Hause und das Spiel ist vorbei, die Runde ist vorbei. Schwerer Schaden fürs Bismarck, wie immer, ne, ist einfach im Gefecht. Aber dafür zwei versenkte schwere Kreuzer, geil, richtig geil, nehmen wir so. Nur 800 Punkte, okay. Aber natürlich ein großer Sieg für uns, das nehmen wir sehr gerne so an. Drei Schiffe sind bereit, damit auch die neuen Schlachtschiffe. Und wir haben die Formidable in Großbritannien, wow, 413er. Schwere Schiff. Ich trinke einen Schluck. Die der Caesar-Klasse. So. Das ganze Salzwasser, ne? Weil ich durstig. Und schwere Panzerung haben wir gerade erforscht. Okay, das ist nice. Und damit insgesamt ein super erfolgreicher Kampf wieder mal gegen Frankreich. Ich denke, wir werden bald wieder mal Friedensgesuche bekommen. Wir sind jetzt hier bei 12.000 Siegpunkten. Wir werden noch mal ganz kurz schauen, ob wir nicht vielleicht irgendwas noch machen können. Forschungstechnisch stehen wir wirklich noch nicht weit da. Also, ich werde mal ganz kurz schauen, was dann die Amerikaner so haben. Denn vielleicht haben die ja was Besseres für uns. Die haben kleinen, oh, die haben nur einen sehr kleinen Yard. Japan geht nicht. Italien vielleicht. Wir schauen mal. Da ginge sowas. Okay. Das ist jetzt nicht schlecht. Das ist jetzt nicht schlecht. Siebener, aber das ist auch nicht wirklich particularly gut. Ist halt etwas schwerer in der Bewaffnung, ne? 12 Inches, das ist nicht verkehrt. Könnte man so mitnehmen. Könnte man bestellen bei Italien. Das wäre eventuell gar nicht so verkehrt tatsächlich. Das wäre eventuell gar nicht so verkehrt. Wollen wir das machen? Wollen wir... Ah, das könnten wir. Das ist eigentlich... Das ist schwerer als die Berlin-Klasse. Und kann ja auch schwerer sein. Wir können sogar noch ein bisschen drauflegen. Wir können mal ein Flaggschiff quasi bauen. 12.000 Tonnen. Normales Freeboard. Oh, sehr leichte Panzerung. 6 gerade mal. Das geht natürlich gar nicht. Wir können ja mal ein bisschen drauflegen. Ne? Wir haben es ja gerade theoretisch. Hier.
Und dann machen wir das auch noch ein bisschen gepanzert. 13. Das geht. Geil. Okay. Die Türme sind gut. Schlechte Qualität, aber schwere Geschütze. Das ist geil. Pre-Dreadnought. Das macht, glaube ich, nichts ansonsten. Das Deck, das ist okay. Die Türme 10 Inches ist auch gut. Mittlere Reichweite. Geil. Viele, sehr viele auch Sekundärgeschütze. Gut. Können noch ein bisschen mehr mitnehmen sogar. Auch leichte Geschütze. Auch das ist gut. Aufrüsten auf 3. Auf 3 Zoll. Okay. Gut, gut, gut. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Das kann man sehr so machen. Das ist ein sehr gutes Schiff. Natürlich jetzt echt groß. Aber wir könnten das genauso in Auftrag geben. Es ging sogar noch 0,5 Zoll mehr in der Panzerung. Das ist ein geiles Schiff. Ehrlich, das ist ein geiles Schiff. Machen wir das so? Das machen wir so, oder? Elsass würde ich es nicht nennen. Ich würde es nennen, wieder mal starten. Aber das ja eine... Das ja ein in Italien gebautes Schiff ist, sollten wir da irgendwie vielleicht was Italienisches nehmen. Oder irgendwie irgend so ein Zeichen der Freundschaft. Südtirol besser nicht, ist ein bisschen spicy. Was wäre denn ein Name der Freundschaft Italien und Deutschland für dieses Schiff quasi? Nur für dieses Schiff. Für die Klasse. Einfach jetzt irgendeine italienische Provinz könnte man nehmen. Aber andererseits haben die ja auch ihre Schiffe benannt. Das heißt, vielleicht sollen wir es doch nicht machen. Vielleicht lieber nicht. Das wird einfach, weil es ein richtig dickes Schiff ist, es ist einfach toll, es ist neu. Wir nennen es einfach die NRW. So, die NRW-Klasse. Das ist einfach ein dicker Klotz. Und ich denke, da passt das. Und das wird sicher so funktionieren. Ist das legal? Nein. Es hat ein Narrow... Oh, es hat ein Narrow Belt, habe ich gar nicht mitbekommen. Ach, Mist. Ah, Mist. Okay, dann gehen wir mal nochmal einen Knoten runter. Und hier ein bisschen zurück. Und hier und dann noch hier. Ja, muss wohl sein. Aber das ist okay. Ansonsten, wir haben hier Turrets. Ach so, das geht ja gar nicht. Warte mal, Kasematten nehmen wir hier. Besser, ja. Und damit passt das. Geil. Die NRW. Wir saven und finishen. Wir können übrigens auch Schiffe später aufrüsten und redesignen und auf Design, auf Basis von Designs noch neue Designs machen. Da kann man viel machen, das wird sehr cool sein. Aber die NRW-Klasse wird erstmal jetzt mal design-studied und wird unser neues Schiff sein, unsere neue Schiffsklasse. Das wird, denke ich, richtig geil. Denn das ist ein schweres Schiff, schwerer als unsere aktuellen. Die besten Waffen, die beste Panzerung. Schneller mit 18 Knoten. Also ich denke, das wird ein richtig gutes Schiff sein. Da bin ich sehr excited und ich denke, das wird auch helfen, dann sollte Frankreich in den ganzen Monaten noch nicht besiegt sein, auf jeden Fall dann Frankreich zu besiegen. Cool, okay. Und damit würde ich sagen, war es das von der heutigen Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich denke, es ist ein sehr cooles Spiel. Wir haben natürlich noch nicht so viel Neues im Vergleich zu Rule of Waves 2 gesehen, aber es wird ja länger gehen. Wir haben noch viele moderne Sachen vor uns. Wir starten ja auch früher jetzt, haben also ältere Schiffe, ältere Designs als in Rule of Waves 1. Das merkt man ja auch, ist einfach die Qualität ist schlechter. Wir haben Offiziere, die sind cool, die wirken soweit sehr witzig. Das wird sicher noch ein bisschen spannender werden später, wenn dann noch weitere Einheiten reinkommen, Divisionen und so weiter. Und auch dann die ganzen KI-Kriege, die wir hier sehen können, werden sicher auch noch interessant. Ne? Dass Frankreich und Japan könnten Krieg führen, Frankreich und die USA könnten Krieg führen demnächst. Das ist, finde ich, nicht so schlecht. Also wenn wir auf jeden Fall einiges sehen, da bin ich sehr gespannt darauf, wie das dann später aussehen wird, wenn hier noch was passiert. Ich glaube, das Spiel wird cool. Und freut mich auch sehr, dass so viele von euch dabei sind, hier zuschauen, dass viele Spaß haben und das mehr sehen wollen. Denn ich habe auch richtig Bock drauf, das hier weiter mit euch zu spielen. Und damit würde ich sagen, ich klicke auf Speichern und wir sehen uns in der nächsten Folge.